Dieser Hilfefilm zeigt die Funktion am Beispiel eines Kurses. In der Übersicht sehen Sie alle Umfragen des Raumes, sowohl Ihre eigenen als auch die anderer Mitglieder. Sie benötigen mindestens Schreibrechte in der Funktion, um selbst eine neue Umfrage anzulegen. Eine Umfrage erstellen Sie über den Link. Einfach den Titel oder direkt eine Fragestellung eintippen. Bei Bedarf eine Beschreibung ergänzen. Wählen Sie über den Radio-Button, ob und wann die Ergebnisse sichtbar sind. Mit der ersten Option sind die Ergebnisse ohne Einschränkung immer und für alle Mitglieder sichtbar. Mit der Option nach Einsendung ist das Ergebnis erst dann für Mitglieder sichtbar, wenn sie eine Stimme abgegeben haben. Ist gar nicht ausgewählt, können nur der Ersteller der Umfrage und Personen mit Adminrechten in der Funktion das Ergebnis einsehen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Ins nächste Textfeld kommen die Antwortmöglichkeiten. Jeweils eine Antwort pro Zeile und mindestens zwei Antworten insgesamt sollten es sein. Der Antworttyp definiert, ob Teilnehmer nur eine oder mehrere Antworten auswählen können. Auch eine Detailauswertung ist möglich. Ist die Detailauswertung für jeden sichtbar, kann jedes Mitglied des Raumes sehen, wer wie abgestimmt hat, inklusive Namen. Möchten nur Sie selbst die Detailauswertung der Umfrage sehen können? Dann wählen Sie für den Ersteller. Außer Ihnen haben so nur noch Personen mit Adminrechten Einsicht. Sie können auch eine anonyme Umfrage erstellen. Dann ist nur die Anzahl der Stimmen pro Auswahl sichtbar. Die Antworten können aber keinem Mitglied zugeordnet werden. In diesem Beispiel soll die Detailauswertung für jeden sichtbar sein. Sobald die erste Stimme abgegeben wurde, können Auswahlmöglichkeiten, Antworttyp und Detailauswertung übrigens nicht mehr geändert werden. Nur noch speichern und die Umfrage ist fertig. Ab sofort kann abgestimmt werden. Die Umfragen sind in der Übersicht chronologisch sortiert. Die aktuellste steht immer oben. Die beiden rechten Spalten zeigen, wer die Umfrage wann erstellt hat. Die linke Spalte zeigt, wie viele Personen abgestimmt haben. Drei Personen haben sich bereits an der Umfrage beteiligt. Haben Sie selbst Ihre Stimme abgegeben, erscheint ein Häkchen. Ist ein Kreuz zu sehen, wurde die Umfrage beendet. Eine Abstimmung ist dann nicht mehr möglich. Möchten Sie auch Ihre Stimme abgeben? Dann klicken Sie auf das entsprechende Icon. Jetzt nur noch eine Auswahl treffen. Über den Button bestätigen. Die Umfrage ist jetzt abgehakt und das Abstimmen-Icon verschwunden. Klicken Sie auf den Titel oder die Brille, um sich das Ergebnis anzuschauen. Die normale Auswertung zeigt, wie viele Stimmen für welche Antwortmöglichkeiten abgegeben wurden. Da diese Umfrage nicht anonym ist, können Sie über den Link in die Detailansicht wechseln. Hier sehen Sie, wer wie abgestimmt hat. Durch Klick auf die Umkehrpfeile werden die Rubriken vertauscht. Die Nutzernamen stehen jetzt über den Spalten. Über den Button können Sie als Ersteller oder Admin die Umfrage beenden. Ab sofort kann nicht mehr abgestimmt werden. Über das Stift-Icon lässt sich die Umfrage bearbeiten. Mit dem Button unten kann eine geschlossene Umfrage wieder eröffnet werden. Möchten Sie eine Umfrage löschen? Dann klicken Sie auf den Papierkorb.